Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil Gefallene Engel. Eine Modifikation für Gothic 2. Gut, jetzt werden wir Norbert ansprechen. Wir haben ja im zweiten Teil gesehen, der sagt ja nichts mehr. Da stand ja Ende. Also gucken wir mal in die Logdatei. Weigerung. Ich habe mich geweigert, für Silvio zu putzen. Und das ist auch richtig so. Jetzt ist er allerdings sauer und lässt mich nicht aus dem Lager raus. Allerdings wirkt er auch müde. Bewacht er das Lager etwa rund um die Uhr? Vielleicht sollte ich ihm ein Schlaflied vorsingen, wobei ich gestehen muss, nicht gerade eine Engelstimme zu haben. Meine Schwerpunkte lagen eher woanders. Nun, ich sollte wohl noch etwas wohlklingendem Ausschau halten. Wer weiß, was diese Herren für Schätze verbergen. Also, bei Silvio müssen wir irgendwie schlafen oder sowas. Dann Norbert. Schien mir im ersten Gespräch ganz nett zu sein, aber er ist immer so blass. Allerdings will er sich nicht helfen lassen, ob er spät nachts wohl irgendwohin verschwindet, um eine Sünde zu begehen. Das ist ein Hinweis. Flügel herstellen, okay. Das wissen wir. Sie braucht Knochen, Federn und starke Sehnen, wobei wir Knochen und Sehnen schon haben. Und das ist wahrscheinlich die Hauptquest, der wahre Glauben. Ja. Also, wenn wir alle Leute ansprechen, dann passiert nichts mehr Großartiges. Das heißt, ich muss jemanden irgendwie, also den Norbert, auflauern. Ja, am besten, wir werden jemanden... Oder war das Egon jetzt? Bete ja. Für mich. Selbstverständlich. Ich werde sofort anfangen, mein Engel. Den werden wir erstmal beten schicken. Der Silvio, der kackt mich immer an, das nervt mich, der hat mich irgendwie auf dem Kieker. Ne? Also wenn ich... Der guckt mich die ganze Zeit an. Dieser Sack. Sorry. Gabriela. Genau, richtig. Also, der läuft nichts. So, wie viele Peoples haben wir denn hier zu beten? Egon und Paul. Okay, die lassen wir aber noch schön beten. Zu meinen Knien, Mannsbilder. Schneller. Da ist nichts zu holen. Die haben wir ja schon. Also ergo, den Egon müssen wir irgendwie mal auflauern. Wenn da steht irgendwo in der Nacht, dann gehen wir mal pennen. Bitte Mittag bis zum nächsten Abend schlafen. Abend. Mal gucken, vielleicht passiert ja schon mitternachts was. Ah, jetzt legt sich Manuela zu schlafen. Okay, wer ist das? Scheint Silvio zu sein. Oh, oh. Die beiden müssten doch hier beten, oder nicht? Ja, Egon betet. Paul betet auch. Ergo haben wir hier jemanden. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber eine Fackel habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Das ist jetzt doof. Dann werde ich mal kurz für euch heller machen. Brightness. So, damit wir ein bisschen was sehen können. Ja, ich hoffe, das reicht erstmal aus. Wer ist denn das? Das ist doch Nopse. Hey, du. Erwischt. Sch, sei bitte nicht so laut. Bitte, was? Wir sind hier auf einem Friedhof, siehst du das nicht? Oh, das ist ja ein Grabstein. Ja, das ist er. Gibt es irgendeinen Grund, weshalb du zu dieser späten Stunde hier bist? Was hast du mit diesem Grab zu schaffen? Hier liegt meine Frau, Black. Sie ist vor wenigen Wochen verstorben. Ach Gott. Wir wissen nicht woran, aber das ist jetzt sowieso nicht mehr von Belang. Ich weiß nur, dass es zu früh war. Ich wollte jedoch noch so vieles sagen. Und jetzt? Jetzt ersticke ich fast an der Trauer um sie. Würdest du sie denn gerne noch einmal wiedersehen? Natürlich. Ich würde alles dafür geben. Mir würde es sogar genügen, wenn sie mir nur ein einziges Mal im Traum erschiene. Ich übernehme das. Was? Ich habe dir doch gesagt, dass ich ein Engel bin, oder?
Ich werde einen Weg finden, damit du mit ihr sprechen kannst. Das heißt, wenn du dafür an Engel glaubst. Ansonsten erweist sich die Sache als durchaus schwieriger. Ich werde es zumindest versuchen, auch wenn es ohne einen Beweis etwas schwer zu glauben ist. Hervorragend. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich einen Weg gefunden habe. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder einen neuen Tagebucheintrag. Und zwar mit dem Namen Norbert. Norbert schien mir im ersten Gespräch, okay, das haben wir ja schon. Der Grund für sein blasses Gesicht ist die Trauer um seine tote Frau Black. Ja, das ist ja, das passt ja, Black. Black is beautiful, sage ich mal. Ich meine jetzt klamottentechnisch. Ich habe ihm versprochen, einen Weg zu finden, dass er mit ihr sprechen oder reden oder sie zumindest noch mal sehen kann. Das hört sich doch mal richtig abenteuerlich an, das finde ich gut. Okay, wo gehen wir denn dann hin? Also das müssen wir erstmal Manuela erzählen. Es war doch Norbert. Ja, stimmt. Oh. Dieser Silvio, der hat ja wohl einen Halbschlaf, ne? Kaum komme ich rein. Also das ist ja ein äußerst wachsamer Typ. So, Manuela, mach mal die Klüsen auf. Wie kann man einen Toten zurückholen? Na, interessant. Wie kann man einen Toten zurückholen? Bitte. Was? Naja, Norbert vermisst seine tote Frau und da dachte ich mir, wenn du ihn vom Glauben überzeugen willst, dann hol sie doch einfach zurück. Bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Einen Toten zurückzuholen ist die schlimmste Sünde, die du begehen kannst. Der Boss merkt das sowieso nicht, sonst hätte er uns schon lange wieder nach oben geholt. Dreh sie, du willst. Weißt du, selbst wenn ich dir dabei helfen wollte, könnte ich es nicht. Ohne unsere volle Kraft geht das nicht. Und einen anderen Weg kenne ich nicht. Zumindest fällt mir keiner ein. Schade. Und tschüss. Gabriela? Ja? Du hast mich doch mal nach einem Weg der Totenerweckung gefragt, oder? Ja. Und? Nun, wenn ich dir helfen wollte, was ich natürlich nicht tue, würde ich dir sagen, dass es noch eine Möglichkeit gäbe. Ich würde dir wohl sagen, dass du eine andere Seele, die keine Ruhe gefunden hat, opfern könntest, um eine andere zurückzuholen. Dazu würde ich dir wohl auch sagen, dass du dafür eine Menge Kraft durch ein paar betende Gläubige brauchst. Naja, und einen Partner. Aber ich würde mich niemals dafür zur Verfügung stellen, also versuche es erst gar nicht. Okay. Ja, hier in dem Bereich ist es sehr grell. Ist natürlich doof. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen runter hier. So. Wer ist er denn? Das ist Nopse. Warte mal. Okay, da passiert noch nichts. Lock. Ja, das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Norbert. Manuela hat ziemlich gereizt auf meinen Plan reagiert, aber ich glaube irgendwie, dass sie nicht so ganz abgeneigt ist. Aber ich sollte fürs Erste selbst noch etwas suchen. Meine Leidensgenossin hat zu mir verstehen gegeben, dass ich eine Seele opfern muss, um Norberts Frau zurückzuholen. Ich glaube, die Seele ist das Skelett, wo ich den Knochen her habe. Aha! Er sieht nämlich nicht wirklich aus, als hätte er seinen Frieden gefunden. Ohne Manuelas Hilfe schaffe ich das aber nicht. Ein anderer kommt nicht in Frage und für die beiden Gläubigen, die für mich beten müssen, fallen auch nicht gerade vom Himmel. Auch nicht vom Himmel. Ja, also perfekt, dann wissen wir schon mal, worum es geht und wir werden mal ein Bettchen aufsuchen müssen, weil das muss nicht unbedingt alles so spooky in der Nacht sein. So, dann ist es nämlich zu black. Oh, ab. Gabriela. Der nervt. Toll. Der nervt, der Kerl. Dieser Silvio. Kann man den nicht eine runterhauen? Na. Shit, verdammt normal. Ich glaub's ja nicht. Oh. Manuela, die locke ich jetzt aus dem Bett und dann nehme ich mein Bett. Komm schnell mit. Nee, wieso denn das? Komm schnell mit. Nein, ich wollte eigentlich. Ja, das wusste ich jetzt nicht, was da jetzt gerade passiert. Zwei in einem Bett, das gab's ja noch nicht. Okay, bis zum nächsten Morgen ausgeschlafen.
Hoffentlich seid ihr brav gewesen in der Nacht, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Modder, ne? Nur sexistisch. Ich glaub's ja nicht. Lassen erstmal hier, was weiß ich, über dem halben Spiel. Oh. Die Mädels hier nackt rumlaufen mit einer schrecklichen Zellulite. Okay, das macht der DX11-Renderer. So, Egon, Paul, Nopse ist wahrscheinlich am Pennen, deswegen ist er. Oh, der Silvio, der nervt. So, Norbert haben wir eben angesprochen, da war Ende. So, und Manuela, komm schnell mit. Komm schnell mit. Zurück. Ich muss mal auf die Toilette. Da will sich jemand von der Klippe stürzen. Der Boss ist aufgetaucht, um uns abzuholen. Ich habe unsere Flügel gefunden. Moment mal, was ist denn jetzt los? Muss man mal abspeichern. Das ist aber sehr komisch. Komm schnell mit. Komm schnell mit. Ich muss mal auf die Toilette. Ich muss mal auf die Toilette. Ich begleite dich, keine Angst. Hä? Okay, Moment. Gut. Die kommt wohl mit. Irgendwie hier runter, ne? Uah! Ja, es war da drunter irgendwo. Mit dem Skelett. So. Und? Wo ist sie hin? Ist sie jetzt nicht mitgekommen oder was? War ich wieder zu schnell? Los, Manuela, herkommen, herkommen, herkommen. Also ich höre. Hohe Hacken, das ist gut. Hohe Hacken auf Barfuß. Mhm. Sound von hohen Hacken, aber die laufen barfuß, die Mädels. Herrlich. Hätte mal ein bisschen perfekter im Ton sein können. Oh, die Lurker wieder. So. Habt ihr verarscht, oder? Ja. Überrascht mich nicht. Hilfst du mir, die Seele dieses Skelettes als Opfer für die andere Seele darzubringen? Nein. Bitte. Nein. Und ich werde es auch nicht beschwören, die Worte. Unruhiger Geist, wir bitten dich, gib uns deine Seele, damit wir sie im Fegefeuer als Opfer darbieten können. Sagen. Hups, oh nein. Aber zum Glück bringt das nichts, ohne dass ich das mache. Hä? Du machst trotzdem. Und das bringt nichts, ohne dass du niederkniest. So? Oh je, jetzt haben wir aus Versehen das Ritual ausgeführt. Ach, welche Ironie. Und was für ein Zufall. Jetzt ist dort der Seelenstein des Skeletts aufgetaucht. Naja, ich gehe da mal. Viel Spaß beim Nicht-Benutzen des Steins. Seelenstein steht da. Ja, okay, für Gothic-Kenner, du weißt ganz genau, dass es der Fokusstein ist. Gut. Dann nehmen wir mal den Seelenstein hoch. Gutigo. So. Warte mal. Manuela nochmal anquaken. Nee, die hat nichts mehr. Dann den Lock von Norbert. Meine Leidensgenossin. Okay, hier ist nichts. Das wurde also nicht eingetragen. Es wurde, ja. Also, das heißt also, wir gehen mal wieder hier zum Nopse. Wir können jetzt anfangen, okay? Wir können jetzt anfangen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bringe dem Fegefeuer ein Opfer dar. Geist von Black, erscheine!
Und? Achso, ich muss was drücken. Junge. Ich bin erwacht. Bist du Black? Wer bist du? Ich bin der Engel Gabriela. Ich habe dich auf Wunsch von Norbert hin erweckt. Ein Engel? Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Engel Gabriela. Meinen Namen kennst du ja scheinbar schon. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Aber es gibt ja jemanden, der sich noch mehr freut, dich zu sehen. Norbert! Black? Bist du es wirklich? Natürlich bin ich's. Ich freue mich so, dich zu sehen, Schatz. Ich mich auch, Süße. Gabriela? Ja? Dankeschön. Ich helfe dir jetzt. Ich glaube an Engel. Na endlich! Lässt uns jetzt bitte alleine? Wir hätten gerne ein bisschen Zeit für uns. Ja, klar. Also hier gibt's keine Erfahrungspunkte, sondern immer Stärkepunkte. Jetzt haben wir ja schon Stärke 115, das für eine Frau. Die müsste eigentlich aussehen wie eine Kampfmaschine hier. Eine Kampfamazone. Ja, okay. Sieht das anders? Ich wäre mir da nicht so sicher. Wirklich? Das ja, ist ja okay. Das sind die alten Dialoge aus dem Gothic Hauptspiel. Das weiß doch inzwischen jeder. So, ab und zu mein Select. Erfüllte Mission. Norbert glaubt jetzt an Engel. Wir haben die angezogene Frau Black wieder erweckt. Mann, oh Mann! Das hat er doch vorher gewusst. Was war das? Lebensenergie 400? Ich bin aber wieder geschockt. Oh, Tatsache, 44. Was? Okay, das sind ja Engel, die kriegen ja ihre Kraft zurück, stimmt ja. Gabriela. Ja, sagt er was? Ich glaube, ich spinne. Wieso denn? Du hast eine Illusion von Black für Norbert erschaffen. Jetzt ist er auch noch einer deiner Speichellecker geworden. Ich bin wohl der einzige normale Mensch hier. Komm doch einfach auch zum Glauben. Vergiss es, da lasse ich mich ja lieber von einem Geist glauben. Gabriela. Schickt er mich wieder weg, weil ich zu nah dran bin. Den kriege ich auch noch bekehrt. So ist es ja nicht. Gut. Weiter geht's. Hey. Manuela. Okay. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert, gell? Also, der ist der Einzige, der nicht betet. Die anderen beten oder... Das hat er doch vorher gewusst. Wollen wir mal den Egon anquaken. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Nö. Ich hab so einiges gehört. Das habe ich schon immer gesagt. Also ich glaube, dass die Modder oder der Modder irgendwie so ein bisschen Fan von Black and White ist. Um halt eben Leute zu bekehren, damit die Glaubensfrage größer wird und damit dann halt eben die Engelchen hier mehr Macht bekommen. Bei Black and White war das mehr so eine Kreatur, die man da so dressieren musste. Okay. Der erzähle ich gar nicht. Ich würde mal sagen, ihr habt jetzt genug gequatscht. Hey! Bitte für mich. Erstmal gucken, was Black macht. Verfolg mal bitte Silvio. Verfolg mal bitte Silvio. Wieso? Alle anderen glauben schon an Engel. Nur er nicht. Und er hat geäußert, er ließe sich lieber von einem Geist verfolgen. Ach, ja. Die Probe aufs Exempel? Genau. Du hast mich wieder mit Norbert zusammengeführt. Natürlich helfe ich dir. Bin ja mal gespannt, wie lange er durchhält. So, und du betest mal für mich. Mit Freunden, mein Engel. Schön. Also war das doch ein Grab, ne? Haben wir doch anfangs richtig gemutmaßt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wollen wir das mal aus der Nähe angucken, aus der Ferne? Das ist ja Silvio, der da steht. Ich habe aber nur keinen Bock, der mich wieder wegscheucht.
Gabriela. Gabriela. Ja, jetzt sind wir hier aber wirklich in der falschen Position. Gabriela. Okay, das heißt, ich muss irgendwie zusehen, dass ich hier wegkomme. Sorry. Das haben sie nicht gut gelöst. Das haben die nicht gut gelöst. Verfolg mal bitte ein Silvio. Was heißt das? Das heißt, dass ich mal kurz mich pennen lege. Weil ich denke mal, dass Geister mitternachts kommen. So. Mitternacht schlafen. So, das will ich jetzt sehen. Ah, siehst du? Hier, Silvio. Verdammt, was ist los? Sie rückt ihm nicht von der Seite, aber ich habe einen neuen Tagebucheintrag. Erfüllte Mission, fahr zur Hölle. Oder habe ich jetzt eine gescheiterte Mission? Tanzen gescheitert, na ein Glück. Habe ich noch gar nicht gelesen. Paul hat doch tatsächlich von meinem Freigang und mir verlangt, heute Abend um Mitternacht für ihn zu tanzen. Was muss ich nicht alles durchmachen? Ich habe mich geweigert, für ihn zu tanzen. Dafür ist er jetzt zusammengebrochen. Ja, okay. Wir haben ihn ja geheilt. Yep. Ja, schauen wir mal. Gabriela. Silvio. Oh. Schade, das ist ungeschickt gelöst. Ich will jetzt an... Ach, ich mach's anders. Ich schläg mich schlafen mit Manuela. Das haben wir ja gesehen, wie das geht. Ne, ne, ne. Bett, Bett, Bett. Hallo? Ja, ist gut. Jetzt mach das Bett frei hier. Jetzt. So. Also ich kann nichts dafür, ne? Eigentlich ist es erst ab 18, obwohl ich erst ab FSK 20. FSK 20? FSK 16. Bis zum nächsten Morgen schlafen, gut. Ups, jetzt hat sie sich aufgelöst. Okay, ich sehe das immer noch als Gummipuppe. Ja, vor allem, weil Manuela ja auch mal so unsichtbar war. Ich fand das lustig. So, jetzt stehen die bei und er sieht mich schon von... Silvio, Silvio, Silvio. Und die... Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also aus der Nummer kommen wir wahrscheinlich nicht so schnell wieder raus. Ich will doch nur mit... Wie heißt die Frau? Gabriela. Tja, an der Stelle... Was machen wir denn da? Hey. Ja, jetzt, 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 jetzt. Ja, was ist jetzt los? Okay, wir haben sie wieder zum Leben erweckt. Hey, du. Du kommst, nee, es gibt da nichts weiteres. Hey, na dann. Du. Dann, ich möchte ja nicht aufgeben, aber die halbe Stunde, glaube ich, ist schon rum. Und, auf jeden Fall haben wir wieder was geschafft. Wir haben Black wiederbelebt. Nur bis jetzt. Ich quatsch noch mal einen Silvio an, nachdem er wieder Gabriela gebrüllt hat. Und ich glaube, da kommt aber nichts. Naja, es kommt nichts. Ist doch dull. Gut. Ach, ich versuche da noch mal was. Da hinten ist ein Bettchen frei. Ohne dass er... War hier noch was? Bett? Hier liegt doch... Hier ist noch ein Trank. Okay, Dekoration. Ich werde wieder bis in die Mitternacht schlafen. Dann schauen wir mal. Du hast aufgeschlafen. Bist ausgeruht. Du hast geschlafen. Bist ausgeruht. So, hat sich denn hier was verändert? Ah, ah, ah. Pennt hey. Jetzt. Gut, okay. Dann lassen wir die beiden mal hier an der Stelle stehen. Lassen uns in der nächsten Folge überraschen
ob wir Silvio auch zum Glauben bekehren können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Daumen hoch, Follow oder was auch immer, wozu ihr Lust habt. Bis bald. Tschüss.